Also ich habe 60 Folien dabei. Nein, ich habe 3 Folien dabei. Und zwar zu der Frage, wie wir auf Lernen gucken und was uns da gerade beschäftigt. Ich zeige euch nochmal unsere Website, und zwar deswegen, weil sie heute eine neue Komponente hat, nämlich unseren ISB Campus. Da lade ich euch gerne ein. Ihr habt bestimmt schon die Mail bekommen. Da war jetzt noch ein bisschen holprig der Anfang, aber wir haben es jetzt gestaltet. Er ist online. Das ist eine ganz neue Entwicklung, weil wir sozusagen das ganze Archiv aufbereitet haben und jetzt über eine neue Plattform zur Verfügung stellen, den ISB Campus, und ihr dort ganz viel Material als Netzwerker sowieso findet zum eigenen Nutzen, zum eigenen Verwenden, auch direkt in eurem Arbeitszusammenhang als offene Dokumente. Und deswegen weise ich euch da gerne darauf hin, weil wir natürlich auch gerne Erfahrung nochmal sammeln, wie ihr das nutzen könnt und nutzen wollt. Und das gehört auch schon ein Stück weit zu unserem Thema Lernen. Also ich komme jetzt noch mal mehr aus der Sicht des Lernens, was sehr spannend nachher ist, wie das mit PE und OE zusammenhängt. Ich habe es jetzt noch mal unter der Perspektive Lernen und Lerngestaltung und Lernkultur aufgesetzt. Und dann noch natürlich die Frage noch mal gehabt, warum beschäftigt uns das als ISB eigentlich? Und dann wird schon relativ schnell klar, dass das eigentlich ein Teil unserer DNA ist. Was wir hier machen in der Qualifizierung, in der Professionalisierung am ISB, ist Lernprozesse gestalten. Und zwar aus einer fachlichen Perspektive, das kennt ihr alle, aus dem, was sozusagen die Inhalte, der Inhaltskanon des Curriculums ist, aber auch aus einer sehr persönlichen Seite der persönlichen Weiterentwicklung, des Entwickelns einer professionellen Identität. Du hattest das vorhin so auch schön schon formuliert, was ist meine Identität als PEler, als Organisationsentwickler. Also das gehört ganz wichtig zu unserem Grundstock dessen, was wir hier tun. Und auch natürlich, was dann bezogen auf Personalentwicklung und Organisationsentwicklung an Lernen der Organisation, an Lernen der Individuen draußen angestoßen wird durch die, die hier in der Professionalisierung sind. Und dann ist natürlich das Thema, auf was man schnell kommt, wer lernt denn eigentlich? Also aus der psychotherapeutischen Tradition, aus der wir kommen, ist da so das Bild, wenn ich es für mich entwickelt habe und wenn ich es für mich geklärt habe und wenn ich mich selbst erfahren habe und so dann kann und dazugelernt habe, dann kann ich das auch in den Kontext mittragen. Und wir wissen alle, wie schnell das geht, dass das eigentlich so einfach nicht ist. Also die Grunderfahrung, ich bin in einem Seminar, das habe ich so als Seminarlernphänomen bezeichnet. Ich bin im Seminar, ich komme vielleicht sogar aus Wiesloch, ich komme ganz beseelt aus Wiesloch, ich komme enthusiastisch aus Wiesloch zurück und will ganz viel bewegen in meiner Organisation und merke, da stoße ich an 1000 Grenzen. Kulturgewohnheiten, Prägungen, alte Pfründe, was auch immer. Deswegen diese Idee, ich komme aus dem Seminar zurück und was muss dann eigentlich passieren, dass das Gelernte zur Anwendung kommt, dass das zur Entwicklung kommt. Und wir haben damit eigentlich das ganz alte pädagogische Problem, dass dieses Lernen außerhalb des Arbeitskontextes immer dieses Transferproblem hat. Also wie kommt der Lernende mit dem, was er gelernt hat, zurück an seinen Arbeitskontext? Wir hatten das auch im Vorgespräch. Und was passiert dann? Und deswegen haben wir ja in unserer Didaktik, und das wollen wir auch einfach durch unser neues Curriculum nochmal betonen, diesen Teil, der vielleicht nahe liegt, der aber nochmal wichtig ist für Lernen, hervorgehoben, nämlich des kontextbezogenen Lernens. Also was muss ich einmal lernen für meine Rolle und was muss ich aber gleichzeitig für oder mit anderen lernen im Sinne der Systemwirklichkeit. Also ich lerne nicht nur für mich, sondern ich lerne durch die Didaktik, ich lerne durch die zum Beispiel PE-Strategien, durch Lernen und Personalentwicklung in der Organisation im Verbund mit Organisationsentwicklung gleich mit und für andere in der Organisationswirklichkeit. Und da gibt es zwei ganz schöne Metaphern. Das jüngere ist vielleicht die Fußballmetapher. Also was muss in einem Fußballteam passieren, damit das System Fußballmannschaft sich weiterentwickelt? Und jetzt kann man sagen, da kann man jetzt die Einzelnen trainieren, also sie in die Technik, ins Techniktraining geben oder in die Fitnessabteilung. Und damit wissen wir aber alle jüngst auch gesehen, dass das nicht die Summe der Talente ist, die wir dann im Team haben. Also
was müsste man bei einem Fußballteam als Metapher trainieren, damit sich das Team verbessert? Und da kriegt man sofort so eine Idee, die müssen halt das miteinander einstudieren, die müssen zusammen lernen. Natürlich ist jeder angehalten, sein Handwerk, seine Fitness, sein Taktikverständnis zu schulen. Das wäre jetzt in unserer Wisslocher Kompetenzform die Rollenkompetenz. Professionelle Kompetenz ist ein Produkt, ist eine Multiplikation dieser drei Faktoren, ist natürlich metaphorisch gemeint, ist einmal die Rollenkompetenz, also die Kompetenz, meine Rolle ausüben zu können, zu spielen. Im Theater wird man sagen, die Rolle übernehmen zu können, den König spielen zu können. Das Handwerk zu verstehen, das würde ich in der Theatermetapher gesprochen in der Schauspielschule lernen. Und was dann als zweiter Faktor dazu kommt, ist die Kontextkompetenz. Also verstehe ich den Geist und die Idee des Stückes? Verstehe ich, was da wie aufgeführt werden soll? Verstehe ich jetzt auf die Organisation bezogen, wie die Organisation tickt, aus welcher Geschichte sie kommt, was dieser Organisationstyp vielleicht ganz besonders, öffentliche Hand, was wir alles hier im Raum haben, Anwaltskanzlei, großer Maschinenbaukonzern, also kenne ich den Kontext, kenne ich das Berufsfeld, kenne ich mich da aus und kann mich darin bewegen? Und das dritte ist Passung. Macht mir und meiner Seele das Sinn, auch zusammen mit anderen? Und diese Idee mit der Multiplikation ist, wenn jetzt ein Faktor null ist, ist auch die gesamte Formel, ist das gesamte Produkt null. Sprich, ich kann über eine reine Individualkompetenz meine insgesamt professionelle Kompetenz nicht alleine erhöhen. Da fehlen diese zwei anderen Faktoren oder es braucht die zwei anderen Faktoren, die dazukommen müssen. Und gerade bei dem Thema Kontextkompetenz kommt klar hervor, dass dieses reine Individuallernen an der Stelle eben das nicht erreicht. Also ich muss den Sinn des Kontextes verstehen, ich muss auch das Zusammenspiel des Kontextes verstehen und damit erhöht sich dann insgesamt auch meine professionelle Kompetenz. Und das wäre jetzt im Beispiel des Fußballteams eben oder auch eines Theaterensembles. Ich muss meine anderen Mitspieler kennen, ich muss verstehen, was für ein Stück wollen wir eigentlich aufführen und wie können wir gemeinsam eine Idee entwickeln, was da aufgeführt werden soll. Und was heißt es jetzt in der Ableitung? Da sind wir gerade sehr am nochmal konzeptionalisieren. Das würde ja im Grunde heißen, man muss es von Beginn an arbeitsintegrierter denken. Workplace Learning, also eine Führungskräfteentwicklung, da werden wir nach wie vor auch noch angefragt. So, wir haben jetzt hier 20 Führungskräfte, obere Führungskräfte, die sollen ein gemeinsames Führungsverständnis entwickeln. Das kann man machen. Man kann da jetzt ein Curriculum anbieten und kann sagen, wir schulen die in x Tagen durch ein klassisches Führungskräfteentwicklungsprogramm. So drauf geschaut, würde das eher bedeuten, dass die zusammen lernen, die dann später auch Führung leben. Also dass nicht nur die oberen Führungskräfte als horizontales Team miteinander lernen, sondern dass vertikal gleich die miteinander lernen und arbeiten, die dann später auch zusammen leisten. Also Lernen am Arbeitsbeispiel. Und das hat natürlich jede Menge Lernkultureffekte und damit auch systemqualifizierende Effekte, OE-Effekte, dass wenn die zusammen das Stück, was sie zusammen aufführen sollen, auch zusammen lernen, dann ist natürlich im Alltag später gleich eine andere Basis da, Kultureffekte oder das, was wir dann als systemqualifizierende Effekte benennen, dass das Gesamtzusammenspiel der Organisation damit auch sich weiterentwickelt. Also da an der Stelle dann Systemlernen weit über Individuallernen hinausgeht. Und da würden wir sagen, da kommt tatsächlich dann auch ein strategischer Beitrag oder ein strategischer Faktor von Personalentwicklung, von Lernen in Organisationen zum Tragen, wenn wir uns dieser Effekte bewusst sind oder sie sogar bewusst einbeziehen möchten. Also systemqualifizierende, in Klammern OE-Effekte bei Personalentwicklung mitdenken, bei Lernprozessen in Organisationen gleich mitdenken. Und da machen wir also Lehrtrainer von uns machen schöne Beispiele oder schöne Erfahrungen, dass sie
vom Top-Management bis auf andere Ebenen runter mit gemeinsamen Dialogen, gemeinsamen Wirklichkeitsabgleichen, über Führung zum Beispiel experimentieren, dann mal die Führungskraft, die obere Führungskraft interviewt wird, was sie eigentlich für ein Verständnis zur Führung hat, andere zuhören, andere wiedergeben, was sie eigentlich verstanden haben und so sehr viel Wirklichkeitsabgleich zur Führung, gerade schon mit denen passiert, die das dann später auch leben müssen. Genau, und da wollen wir weiter mit arbeiten und sehen da auch einen strategischen Beitrag, der vielleicht an mancher Stelle so noch nicht zum Tragen kommt. Es ist ja auch eine lange Diskussion, welchen strategischen Platz hat Personalentwicklung, Organisationsentwicklung in der Reihe der anderen großen Themen. Und da sind wir jetzt sehr gespannt auf das, wie ihr das aufgesetzt habt. Wir haben ja im Vorfeld gesprochen, dass es auch da darum geht, sozusagen neben einer konzeptionellen Entwicklung, wie ihr euch das vorstellt, wie man sich das konzeptionell denken kann, wie das dann in die Umsetzung kommt und was es da für Hürden gibt und wie das in der Organisation verankert werden kann. Und da sind wir jetzt sehr gespannt auf das, was ihr sagt.